Moin Moin, mal wieder zurück, willkommen auf dem Kanal. Und zwar mal wieder in Richtung Warhammer. Und die Post war da, beziehungsweise heute mal Hermes der Götterbote. Und der zweite Kodex ist da, den ich leider auch nicht gebraucht schießen konnte. Astra Militarum. Dafür ist er neu und original verpackt, wie man hier sieht. Dann wollen wir den mal aufmachen und mal kurz reingucken. Ich hoffe, das mit dem Licht, das haut so hin. Aber ich habe meine Tageslichtlampe drüben im Bastelzimmer. Ja, schauen wir mal. Können wir, glaube ich, sogar wieder eine reinzoomen. Bisschen nach dem Licht gucken hier. So sollte das doch eigentlich ganz akzeptabel sein, ne? So, dann schauen wir mal. Die Imperiale Armee, genau, so hießen sie damals, wo ich noch gespielt habe. Schauen wir einmal kurz hier rein. Was es hier so Schönes gibt. Ich denke mal, Codex-Bücher sind ja allgemein bekannt. Das sind halt für die Armeen selber zusätzlich zu den normalen Regeln. Halt die Regeln, die speziell für diese Armee und für die Einheiten gelten. Natürlich eine ganze Menge Geschichte sieht man hier schon. Die Kriege, die sie geführt haben, die Schlachten, die sie gewonnen haben, dann natürlich die verschiedenen Untergruppen der Völker. Dann wieder ein bisschen Geschichte. Und noch mehr Geschichte. Also da wird man echt gut versorgt auf jeden Fall. So, Fehler. Jetzt geht es hier ins Eingemachte. Den Einheiten und den Tabellen. Und was mir aufgefallen ist, alles ist jetzt nur noch in Englisch. Das heißt, also früher stand auf den Packungen, stand das ja in mehreren Übersetzungen. Hier habe ich hier irgendwie noch eine rumliegen, zufälligerweise. Ja, genau. Nee, kurz in im Video, verrückt. Hier stand das halt noch in verschiedenen Sprachen drauf. Mittlerweile auch in dem großen Regelbuch, als auch in den Kodizes sind jetzt nur noch die englischen Namen. Das heißt, auch wenn der Text in Deutsch ist und alles, es stehen dann nur noch die englischen Namen von den Einheiten. Finde ich jetzt ein bisschen verwirrend. Ist zwar jetzt nicht so das Problem, aber ich fand es eigentlich auch ganz cool, immer deutsche Übersetzungen dafür zu haben. Naja, ich denke mal, ist für die Leute ein bisschen einfacher, gerade beim Druck. Obwohl, nee, Druck ist auch Blödsinn. Der Resttext muss ja auch übersetzt werden. Naja, keine Ahnung, warum das so geschehen ist. Vielleicht damit man es nicht auf Verpackung drucken muss. Oder damit alle, wenn sie auf Englisch sprechen, irgendwie aus verschiedenen Ländern sich besser verständigen können. Und dass sofort jeder weiß, was gemeint ist. Da dann alle ja die englischen Namen haben. Sentinel Zero, hier kommen wir zu den Panzern. Exterminator, Battletank, Vanquisher. Okay, der Demolisher, Punisher, Executioner. Wie gesagt, alles auf Englisch. Dann haben wir hier die Valkyrie. Beziehungsweise Vendetta. Die Hydras. Basilisk. Manticore, Deathstrike und so weiter. Höllenhund. Flammenwerfer dran. Kommissar Jarek. Den besitze ich sogar. Wie gesagt, Armeevorstellung folgt irgendwann mal. Task. So, dann kommen wir in die Rüstkammer. Hier sehen wir aber das hier noch auf Deutsch. Executioner Plasmakanone, also Hochenergie-Salvengewehr. Ja, hier ist auf alle Fälle noch ein Teil Deutsch. Spezielle Ausrüstung, Nahkampfwaffen, Rüstung. Jawohl, die gab es früher noch nicht, wo ich die gespielt habe. Davon habe ich auch noch gar keine. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch nachrüste. Müssen wir mal schauen. Aber erstmal das, was sie jetzt fertig kriegen und mal eine Runde zocken. Dann sehen wir weiter. Jawohl, das sieht doch alles sehr vertraut aus hier.
Jawohl. Sehr schön mal da. Viele Bilder. Ein paar Farbschemata, die man nehmen kann. Metaum Tempestus. Die, wie gesagt, die kenne ich noch nicht. Also die gab es zu meiner Zeit damals nicht, wo ich gespielt habe. Oder mir sind sie nicht aufgefallen, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sie im Codex damals drin gewesen sind von der Imperialen Armee. Hallo. Das sieht immer schick aus. Sperrfeuerpanzer, okay. Das ist die Hydra. Vendetta. Jawohl. Da viel Geld auf dem Tisch stehen. Der Hammer des Imperators, genau. Ausrüstungsliste. Dann noch die Tabellen, HQ. Standard. Angeschlossene Transportfahrzeuge. Elite. Sturm. Unterstützung. Und Profilauswahl. Aha, da hat mal einer mitgedacht. Ist im Necron-Kodex nicht, dass man das hier rausklappen kann. Ist auf alle Fälle ganz praktisch. Werde ich mir aber auf alle Fälle als Scan in eine Klarsichtfolie packen, dass ich das immer dabei habe, wenn wir spielen. Das wäre eine gute Idee. Jo, das war Astra Militarum, der aktuelle Kodex. Wie gesagt, leider nicht gebraucht, also wieder ordentlich Asche da gelassen. Jetzt bin ich aber auch was an Regelwerken, was die Regelwerke betrifft, alle komplett. Ich habe die Necrons, ich habe Astra Militarum und ich habe die Regelbücher. So, ab jetzt heißt es Basteln und Lernen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zwischendurch mal mit dem Bastelfortschritt. Und wenn es natürlich zum Zocken dann endlich mal, wenn es soweit ist, dann werden wir auch einen Battle Report machen, ganz sicher. Also ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.